Ordnung. Ich mach schon mal an, aber ich bin noch nicht ganz bereit. Ich muss Mikro noch anlegen und die Musik an. Ich bin sofort bei dir. Musik brauchen wir noch. Wir haben noch eine Minute. Erstmal verbinden, sonst wird's nichts. Ja, und das will er immer erst nicht. Läuft schon mal. Jetzt haben wir die Lautstärke hier anpassen. Aufgerichtet bleiben.
Jetzt ziehst du deinen Ellbogen diagonal dazu. Das heißt, zack, und der Rücken wird rund. Ich drehe mich nochmal seitlich. Schulterblätter bleiben hinten dicht zusammen.
Das machen wir immer im Wechsel. Jeweils 20 Sekunden. Okay. So, ich starte unsere Musik. Du bist bereit? Ich bin auch. Get ready for tomorrow. Fünf breiter Stand. Bauchnabel nach innen. Gleich in die Knie. Aber die Knie bleiben oberhalb der Sprunggelenke. Auch. Runden. Auf. Rund den Rücken und wieder auf. Und du hältst den Winkel in deinen Arm. 3, 2, 1. Pause. Cycle 1. Als nächstes kommt die Rotation. Prepare and work out. Zu den Seiten. Wieder unser Wechsel. Rumbring ausrichten. Work off. Rum. Pferde. Einrollen. Und wieder hoch. Unterhalb deines Beckens passiert gar nichts. 2, 1. Rest. Position. Wir rotieren. Als hättest du einen Stab. Ich habe mal schon einen Stab gemacht. In den Rücken. Deine Schultern bleiben zurückgezogen. Pause. Gerne mal in der Pause die Schultern ein bisschen auslockern. Prepare and work. Einrollen. Auf. Hoch. Three, two, one. Rest. Cycle 5 complete. Rausschieben, die Knie bleiben über den Sprunggelenk. Rücken gerade, Schulterblätter Richtung Wirbelsäule gezogen. 3, 2, 1, rest. Cycle 6. Beides noch einmal. Wir runden uns wieder. Wir kommen in den Vierfüßlerstand.
Hände unterhalb der Schulter, Knie unterhalb der Hüfte, Bauchnabel nach innen gezogen. Wir springen über die Diagonale. Arm und Bein weg und ziehen Ellbogen, Knie und den Körper zusammen, dabei wird der Rücken rund. Wieder in die Streckung und rund werden. Ganz klassische Rückenübung. Wir bleiben auf einer Diagonale. Nach der Pause wechseln wir anderes Knie, andere Ellbogen. Get ready for Arm und Bein. Du kannst auch hier so auf die Fäuste gehen. Du könntest auch, wenn du willst, Gewicht nehmen und das Ganze mit Gewicht machen. Und los. Lang und rund. Einatmen lang. Ausatmen rund. Und ganz bewusst hier in die Länge ziehen. Pause. Lauter Seite Musik. Wir wechseln die Seite. Besser. Drink
So, das stimmt, jetzt war ich ein bisschen belegt. Ich habe aber nicht gefeiert. Wir kommen in die Seitenlage. Du streckst dich aus. Du legst die untere Hand an die obere Schulter an. Du nimmst deine andere Hand hier so vor dich. Du kannst gleich die richtige Position auch finden. Ob du ein bisschen tiefer gehst oder ein bisschen höher. Wichtig ist, dass der Arm nicht weit hier vorne ist. Wir wollen ganz gerade bleiben. Und dann drücken wir uns hier aus dem Arm nach oben und lassen uns wieder langsam zurückziehen. Hochdrücken und wieder zurückziehen. Und los geht's. Das ganz gerade. Du ziehst dich hier in den Rumpf ganz klein zusammen. Wir machen tatsächlich 4 Wiederholungen auf dieser Seite und dann erst wechseln wir. Du kannst immer noch versuchen, hier deine Handposition vielleicht ein bisschen verändern. Je weiter du die Hand nach unten nimmst, desto intensiver wird es. Ich habe noch mal ein bisschen Öl.
Vorsicht, langsam mit dem Rücken auf die Matte ab. So. Arme neben dem Körper, Schulterblätter flächig auf der Matte. Wir ziehen den Bauchnabel nach innen, die Füße ziehst du dich warm. Wenn du willst, kannst du auch die Zehenspitzen anheben, überlasse ich dir. Dann kommen wir mit der Ausatmung nach oben. Unser rechtes Bein streckt nach oben und wir schreiben Kreise. Okay? Nach oben, rechtes Bein strecken und den rechten Bein kreisen schreiben. Merkt ihr mal, in welche Richtung du jetzt kreist. Denn wenn wir gleich wieder nach oben kommen, kreisen wir andersrum. Okay, jetzt bleibst du in dieser einen Richtung. Dein Becken oben, absetzen, abkommen. Das gleiche mit dem Links. Komm wieder nach oben. Links Bein und mit links Kreise schreiben. Dein Becken bleibt parallel zur Matte. Du merkst, in welche Richtung du kreist. Jetzt kommt wieder das rechte Bein nach oben und wir kreisen andersrum. Und andersrum. Jetzt dein Becken nach oben gezogen. Und absetzen. Ablegen. Schaukeln. Kannst auch gerne nach oben kommen, aber was
trinken. Wir kommen als nächstes in die Bauchlage. Einmal rum. Wir machen im Wechsel den Stern und den Schwimmer. Wir machen aber den Schwimmer jetzt in der langsamen Version, in der ganz bewussten Version. Das heißt, deine Stirn wird abgelegt. Oh. Weiß keiner, wie das auch gesagt hat? Die Stirn wird abgelegt. Okay, ich muss es glaube ich gleich abgeben. Stirn wird abgelegt und dann über die Diagonale. Gestreckte Arm, gestrecktes Bein. Hoch tief. Ja? Muss den Kopf anheben, weil das Mikro dröhnt sonst. Ihr lasst aber die Stirn abgelegt. Handinnenflächen zeigen zueinander. Arme sind lang, Beine sind lang. Und Pause. Und ich habe gesagt, im Wechsel. Wir wechseln ab. Wir kommen in die Sternpferde. Und hoch. Mit der Ausatmung hoch. Der Einatmung wieder weg. Und dann schiebst du dein Gewicht zu den Fersen nach hinten und die Stirn.
atmen, tief ein- und ausatmen. Nächste Übung. Haben wir sowieso wieder aus dem Vierfüßlerstand. Können wir wunderbar aus dieser Position dann wieder zurückkommen in den Vierfüßlerstand. Ich zeige dir die Übung einfach schon mal, du kannst aber noch ein bisschen entspannen. Und zwar ziehen wir den Bauchnabel wieder ein, die Zehenspitzen in die Matte. Dann heben wir die Knie ab und dann schleicht der Bär. Jetzt kommen wir langsam in die Beinstreckung nach oben. Und genauso langsam auch wieder die Knie senken. Wenn es geht, brauchen wir 20 Sekunden, um das einmal zu machen. Wenn du vor den 20 Sekunden fertig bist, bleibst du in der schleichenden Bärposition. Auch ganz lang. Beine durchstrecken, mit Gefährten absetzen. Und in Zeitlupentempo wieder mit den Knien tief. Pause. Du kannst auch hier gerne auf die Fäuste gehen. Prepare and Bauchnabel einziehen und lang. Oh. Und langsam wieder. Pause. Tief durchatmen.
So, einen haben wir noch. Nochmal wieder aus der gemütlichen Rückenlage raus. Du nimmst mal die Hände nach hinten, deine Fingerkuppen an deinen Hinterkopf, die Ellbogen zeigen nach außen. So. Dann streckst du beide Beine aus. Lege den Kopf leicht an. Du kannst den Kopf stützen, aber bitte nicht am Kopf drücken. Okay, du kannst den aber mit deinen Händen ein bisschen stützen. Und dann geht im Wechsel. Erst das rechte Bein hoch und tief. Bauchnabel eingezogen. Dann nach der Pause das linke Bein. Und dann beide Beine. Okay, dann wieder nur rechts. Dann wieder nur links. Und dann wieder beide Beine. 4, 3, 2, 1. Und rechts hoch. Ellbogen zeigen nach außen, Schultern sind abgehoben, Blick zu deinen Füßen hin und Pause. Mach dich wieder fest, komm hoch, linkes Bein. Und jetzt die Beine gleichzeitig. Wem das zu schwer ist, wem das im unteren Rücken wehtut, der legt seine Hände um das Becken und macht das Ganze. Okay? Und los. Two, one, rest, and five. Tief in den Bauch ein.
Aber ich stelle doch mal eben hier neu aus. Nicht erschrecken. Ja. Kann auch ein bisschen höher. Kann man ja machen, das ist ja kein Problem. Nehmen wir die Kniebeuge, ich sag's dir schon mal. Und zwar diese Kniebeuge, wo wir, wenn ich Kabel das dann anziehen, auf die Zehenspitzen kommen. So. Das heißt, ich drehe mich seitlich zu dir. Wir kommen erst auf die Zehenspitzen, gehen dann tief, setzen die Ferse auf, kommen wieder auf, also wieder hoch. Okay? Erst auf die Zehenspitzen nach oben, dann tief, dann Ferse aufsetzen und wieder auf. Bei dir auch. Das soll das auch. Deshalb kommen wir auf die Zehenspitzen. Ich mache mal die Schulterblätter aus.
Stell dich sicher hin. Die Füße kannst du gern ein bisschen weiter auseinandernehmen. Richte dich auf. Nimm deine Arme nach oben. Und wir dehnen uns zur Seite rüber. Du kannst die obere Hand, das obere Handgelenk greifen und ganz bewusst hier nochmal so nachziehen. Achte aber darauf, dass der Arm nicht vor dem Gesicht ist, sondern über den Kopf. Dann lösen wir das Ganze. Komm ganz kontrolliert zur Mitte zurück, greifen um und gehen zur anderen Seite rüber. Löse nochmal. Einmal noch zu jeder Seite. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir keine Planke gemacht haben, keine Plank. Lösen, wir wechseln und noch ein letztes Mal zu dieser Seite. Wir haben ja gleich das Special, 12:30, Plank Special. Ganz viele verschiedene Varianten, eine lange Liste in 20 Minuten, natürlich mit Pause dazwischen. Kommt zur Mitte zurück und ich hoffe, ich sehe euch alle dabei. Und die Arme tief. Wir atmen tief ein, ziehen dabei die Schultern zu den Ohren. Atmen aus, lassen die wieder zurückgleiten. Nochmal tief einatmen. Wieder aus. Ein letztes Mal. Und kurz ausschütteln. Nimm deinen linken Arm nach vorne, zieh den vor dem Brustkorb und mit rechts drückst du nochmal nach. Löse das Ganze und mach das gleiche mit dem rechten Arm vor. Rüberziehen und nochmal nach. Und die Schulter blätter tief. Brustkorb weit öffnen. Sehr gut. Und lösen. Stell dich mal hier seitlich zu dir. Die Füße ungefähr schulterbreit. Dann gehst du wieder so leicht ins Knie, Gesäß nach hinten rausgeschoben, deine Hände legst du auf deine Oberschenkel, so dass die Daumen nach innen zeigen, die Finger nach außen. Mit der Ausatmung ziehst du dein Kinn zur Brust, den Bauchnabel fest nach innen und machst einen Katzenbuckel, die Schulter wird rund, kommt vor. Mit der Einatmung hebst du deinen Kopf an, schiebst deine Schultern zurück, löst den Bauchnabel, bist im Hohlkreuz. Mit der Ausatmung, Kinn zur Brust, Schulter rund werden lassen, Bauchnabel nach innen ziehen, kauer deinen Rücken rund zusammen. Und mit der Einatmung wieder ins Hohlkreuz, mit zur Decke, Bauchnabel gelöst, Schulter mit der hinten dich zusammen. Zweimal noch. Stellen den Fuß wieder auf. Mach das gleiche mit dem anderen Knie.
Nimm die Arme nochmal nach oben, komm auf die Zehenspitzen und schieb dich links und rechts im Wechsel in die Länge. Blick zur Decke, als wolltest du da oben irgendwas greifen. So ziehst du dich hoch. Die Arme bleiben oben, du stellst deine Füße wieder auf. Knie locker, Bauchnabel eingezogen. Atme tief ein, lass den Oberkörper kontrolliert nach vorne fallen und atme dabei aus. Wir lösen den Bauchnabel. Der Oberkörper hängt schwer nach unten, der Kopf auch. Und wir pendeln ganz locker mit dem Oberkörper nach links und rechts. Drück deine Knie mal nach hinten durch, pendel noch ein bisschen. Pendel langsam zur Mitte wieder zurück. Komm hier zum Stillstand. Zieh dann den Bauchnabel wieder ein und rolle deinen Rücken Wirbel für Wirbel wieder hoch. Je weiter du nach oben kommst, desto dichter kommt dein Kinn zur Brust. Wenn du bei der Schulter bist, schiebst du die zurück und dann rollst du langsam deinen Kopf nach oben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gut getan. Heute war es mal so ein bisschen easier. Und ich hoffe, wir sehen uns um 12:30. Plank Special. Jeder so, wie er kann. Jeder kann mitmachen. Überhaupt gar kein Problem. Okay? Bis dann. Ciao.